Ja, und nun herzlich willkommen zu diesem frischen neuen Video und YouTube-Video zum Thema Online-Marketing-Trainer und Online-Marketing-Training. Denn in letzter Zeit, ich würde mal sagen, so im Raum der letzten 5 bis 7 Jahre, also 5 Jahre auf jeden Fall, also 2013 ging es so richtig los, damals mit Sai Chiripur und so weiter. Dass sozusagen die Branche als sich Online-Marketing-Training oder Coaching sich eröffnet hat und seitdem einen Riesenhype nach sich zieht, bis heute sich immer wieder ein bisschen abgewandelt hat. Aber heute, ja, wir schreiben das Jahr 2020, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, Juni, 6. Juni 2020, und momentan scheint die aktuelle Welle zu sein, hochpreisiges Verkaufen über entweder Hybrid, Vertriebswege, offline, online oder eben online. Und zu diesem Thema möchte ich mal ein paar Worte sagen, denn schon bevor dieser Trend überhaupt entstanden war, 2012, als ich meine Handwerkzeug niederlegte für eine Weile im Online-Marketing-Bereich, hatte ich bereits knappe 10 Jahre Online-Marketing-Erfahrung auf dem Buckel. Wenn dich das interessiert, dann bleib auch dran nach dem Intro. Sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Ja, hallo. Ja, heute geht es um das Thema, ich schreibe es mal hier an die Tafel. Grundsätzlich gibt es 2 Lager. Im Bereich Online-Business, Online-Marketing, also Online-Vertrieb. Das Thema, wie schaffe ich Neukunden ran über das Internet? Ja, das ist mal sozusagen meinen eigenen Worten das Ganze zusammengefasst. 2 Lager gibt es. Also hier das eine Lager und hier das zweite Lager. Machen wir mal hier so einen Strich durch und hier ist das Lager. Das eine Lager ist, ich schreibe es mir auf Englisch, weil das Ganze kommt aus dem Englischen. Done for you, das bedeutet, das ist die altherkömmliche Agentur-Methodik. Ja, so wie es eben 2000, schon vor 2000 war mit den ganz normalen Offline-Marketing-Agenturen, Werbeagenturen, die meistens alles Mögliche gemacht haben, Print und so weiter. Und aus denen sind dann teilweise Online-Marketing-Touren entstanden, sind aber so 2000, in Deutschland zumindest so ab 2004 bis 2003, 2004, so nach der Dotcom-Bubble-Bust sind dann so langsam die ganzen kleinen selbstständigen reinen Online-Marketing-Agenturen in Deutschland entstanden, und da habe ich auch einige kennenlernen dürfen. Die sind mittlerweile schon zigmal wieder verkauft worden und so weiter. Die gibt es also alle nicht mehr in dem Namen. Aber das ist das traditionelle Agentur-Business. Ne? Einfach, bist eine Firma, bist ein Konzern, wie was weiß ich, du stellst Snickers her oder Turnschuhe oder Autos oder sonst irgendwas. Ja, ich habe damals Kampagnen gemanagt, zum Beispiel in London für Daimler Chrysler, HP, Computer, PC, PC World. Das ist sowas ähnliches wie Saturn und Hansa, Mediamarkt und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Und das ist ganz normal, denn die haben ihr Kerngeschäft, und das ist nun mal PCs produzieren oder verkaufen oder Autos produzieren und verkaufen. Und sind nicht so fokussiert und nicht so spezialisiert auf den Vertrieb über das Internet. Und dann nehmen sie eben sich eine oder sogar mehrere Agenturen, meistens die größeren Hersteller, Konzerne, und lassen die das eben machen. Und schieben damit auch so ein bisschen die Verantwortung auf den externen Dienstleister, aber dazu kommen wir gleich noch. Das Zweite, was sich jetzt so seit den letzten 5 Jahren sowas herauskristallisiert hat, ist Done With You. Done With You ist letztendlich so eine Art Begleitung. Ja? Das heißt, es hat sich jetzt mittlerweile da eine Myriade von Leuten aufgetan, die sozusagen ihren Dienst anbieten. Ihre Dienstleistung ist aber jetzt nicht mehr okay. Hier, For You, ja? Dass ich sozusagen das Ganze für dich mache. Ich übernehme ein Stück weit auch die Verantwortung, dass das Ganze sozusagen auch Erfolg hat. Ja, also das heißt, wenn die Zahlen nicht stimmen, ja, die Metriken, die KPIs und so weiter, die vereinbart wurden im Vorfeld,
Dann trage ich hier als Agentur, als Done For You, eine gewisse Mitschuld. Das heißt, also da kann mal schnell auch ein Wechsel stattfinden. Ja? Und ich habe das also sehr stark miterlebt, weil ich teilweise auch für diese größeren Agenturen auch sozusagen Akquise gemacht habe. Ja? Also sozusagen, ich war im Vertrieb. Das heißt, deshalb, ich habe dann auch ein paar Jahre lang habe ich zum Beispiel PPC-Kampagnen, also Google Ads-Kampagnen gesteuert und auch SEO-Teams aufgebaut und so weiter. Aber dann habe ich auch im Vertrieb gearbeitet. Das war auch recht interessant. Und da ging es eben darum, Konzerne aufzuspüren, die unzufrieden waren mit ihrem existenten Dienstleister und Agentur, um die sozusagen abzuwerben. Ja, das war auch ganz eine interessante Tätigkeit. Und das ist natürlich nur möglich, wenn man, wenn diese Dienstleister eben diese Tätigkeit auch vollends ausfüllen und die Verantwortung dafür übernehmen. Weil ansonsten, ja, da kommen wir jetzt dazu, ist es bei Done With You, ist letztendlich, ich gebe dir sozusagen als Trainer, Coach, ja, das sind also diese Trainer, Coaches, ja, wie sich die jetzt alle da aktuell hier nennen, Neudeutsch, die letztendlich da, alles was die machen, ist nur ein Wissenstransfer. Und ich tue mal hier Wissen in boah, das stinkt vielleicht, der Stift. Ekelhaft. Ich glaube, ich kaufe auch nochmal so eine Kreidetafel. Das Wort Wissen, das tue ich hier mal sozusagen in Rot unterstreichen und hier in Anführungsstriche. Denn für mich ganz logisch und eigentlich jedes Kind sollte das verstehen, ich kann ja nur, ja, mich Trainer, Coach, sowas bezeichnen, einen Wissentransfer machen, wenn ich dieses Wissen besitze, also wenn ich das Wissen habe. Und wie gelange ich zu diesem Wissen? Ja, ich gelange doch nur zu diesem Wissen, und da müsste man vielleicht nochmal unterscheiden zwischen praxisbezogenem Wissen. Ja, können wir jetzt nochmal hier, da reicht die Tafel leider nicht. Also hier Wissen aus der Praxis und aus der Theorie. Ja. Ich habe wirklich lange mit vielen Agenturen zusammengearbeitet und das in London, aber ein paar in Deutschland mal für ein Jahr, das war mir aber irgendwie zu langweilig, und dann bin ich wieder nach England und so weiter. Und es war nie so, ja? Also wenn wir jetzt gepitcht haben, ja, einen neuen Kunden, also damals hatten wir zum Beispiel bei einer großen Agentur, die ist dann auch aufgekauft worden vom Publicist, das ist ein riesiger Konzern, ein französischer, etc., etc., wollt ihr gar nicht wissen. Wenn ich zum Beispiel hier mir, ja, einen Kunden reinholen will, wie zum Beispiel damals hatten wir auch O2 damals richtig, richtig hip, also ich glaube so jeder zweite Engländer hat irgendwie O2 benutzt damals, neben Vodafone und Orange. Wir hatten einen Marktanteil von, ja, so knapp 40% oder sowas, und hatten wir dann auch teilweise als Kunde. Und wir als Agentur, also wenn ich da gepitcht habe und sage, okay, er wollte ja unser Kunde werden, das ist natürlich ein bisschen komplexer und dauert auch ein bisschen länger, ist ein etwas längerer Zyklus, dann heißt es ja, gut, habt ihr denn Erfahrungen? Ja? Das heißt, habt ihr denn das Wissen Praxis, aus der Praxis? Ja? Und wenn wir dieses Wissen aus der Praxis nicht gehabt hätten, dann hätten wir diesen Kunden nicht gewonnen. Dann magst du jetzt argumentieren, ja, irgendwann fängt man ja jeder mal an, ja klar. Aber wie sind denn diese Agenturen Done For You entstanden? Diese Done For You Agenturen, die sind so entstanden, auch die damals in München 2004, 2005, 2006, die sind so entstanden, indem einfach hier jemand, der Marketing Manager zum Beispiel von O2, ja, der Manager, einfach gesagt hat, naja, ich mache mich jetzt selbstständig, mache meine eigene Agentur auf, ich verstehe mich sogar noch sehr gut mit O2 und nehme die sozusagen als ersten Kunden mit rüber. So ist eine Agentur entstanden damals. Ja. Und das sind echte Agenturen, weil das ist ein Typ, der hat das ja die ganze Zeit schon gemacht, jetzt macht das halt einfach nur auf selbstständiger Basis, Punkt. Ja, dann baut er das weiter aus, gewinnt den nächsten Kunden, ja, teilweise ist es sogar so, dass man dann Leute, Partner sich gesucht hat, die bereits einen Kunden hatten, ja, oder bereits in der Firma gearbeitet haben, die man gerne als Kunde gehabt hätte und so weiter und so weiter. Heute ist es alles ganz anders. Fast forward 20 Jahre oder 15, 10, 15 Jahre fast forward.
Jetzt ist plötzlich irgendwie jeder 20-Jährige kann sich sozusagen jetzt plötzlich Trainer, Coach, Online-Marketer oder whatever nennen, ja, und hat vielleicht Wissen. Ich mag jetzt mal gar nicht sagen, okay, du hast kein Wissen. Also wenn du kein Wissen hast, dann ist es sowieso schon mal das Ganze auch sehr, sehr fragwürdig, ja, also fast schon unseriös, würde ich mal sagen. Aber wenn du jetzt, und das kommt auch sehr schnell raus, aber wenn du jetzt dann mal angenommen, du hast dir Wissen reingezogen, ja, 2 Jahre lang, 24/7. Ich habe letztens einen kennengelernt, der war 22 Jahre alt, hat 1 Jahr lang in Australien für irgendeine Agentur gearbeitet. Okay, hat praxisbezogene Erfahrung. Ein ganzes Jahr, super. Ja. Will jetzt sozusagen, hat eines von diesen tollen aktuellen Programmen durchgemacht und will jetzt sozusagen seine Dienstleistungen im Sinne von Workshops verkaufen. Ja, und hat mir so ein bisschen erzählt, was er so vorhat. Und also letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, sein aktuelles Modell, das er sozusagen am Markt platzieren möchte, da kommt er dann ungefähr auf, ich glaube, es waren 400 oder 500 Euro Stundenlohn. Ja, ich wünsche ihm viel Glück. Ja, also wenn er Connections hat, kann das möglich sein, aber ohne Vitamin B fragwürdig. Weil die werden nämlich fragen, okay, wo sind denn die ganzen Referenzen und so weiter. Ne? Oder halt, okay, wir machen erstmal eine Probezeit, aber nicht zu diesem Preis. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Leute da draußen, die für weniger das Gleiche oder besser machen, ja, mit mehr Erfahrung. Also der Markt gewinnt am Ende immer, ja, Vitamin B ist das Einzige, was den Markt schlägt, aber wenn du Vitamin B nicht so hast und selbst wenn du Vitamin B hast und fuckst ab die ganze Zeit, dann fliegst du auch raus. Ja, das habe ich schon häufig gesehen. Also nochmal kurz zusammenfassen, was mich ein bisschen irritiert, ist einfach diese Welle, ja, an Trainee- und Coaches-Programmen und am besten hochpreisig. Ja, hochpreisig, hochpreisig, hochpreisig. Also das ist unglaublich, was ich da teilweise Leute schon kennenlernen durfte, die 20, 25, 22, 21 oder vielleicht ja, gerade mal irgendwie aus dem Abitur raus sind. Ja, und wollen jetzt hier irgendwelche Stundenlöhne abgreifen, die dreimal so hoch sind wie als Trainer-Coach, wie der Stundensatz einer soliden, alteingesessenen Online-Marketing-Agentur. Also ich kenne ein paar Kumpels, die noch eine haben, hier in Österreich kenne ich einen. Dem sein Stundensatz für SEO ist 149 Euro plus zusätzlich Mehrwertsteuer. Ja, das ist bei 8 Stunden Arbeit, also das ist halt ein ganz stinknormaler Tagessatz zwischen 800 und 1400 Euro und das verdient auch jeder Consultant und jede durchschnittliche SAP, also auch in Programmierung, in Software, also es gibt einen Markt, ja, nur zur Information. Und das, was da teilweise passiert, ja, das ist schon, natürlich gibt es Trainer und so weiter, die 3000, 5000 Euro Tagessätze haben. Aber die machen das wahrscheinlich auch schon 20, 30 Jahre. Die haben erstmal 10, 20 Jahre reingebuttert, erstmal investiert, ja, und mit allem, was sie haben, ja, Erfahrungen, negativ, positiv und so weiter, so wie ich eben auch damals mit Google AdWords noch sehr stark, also es war ja, das sind nicht noch lange bevor Facebook Ads, bevor Facebook wusste, wie sie jetzt endlich mal Geld verdienen. Ja, Facebook war ja jahrelang online und sehr stark frequentiert und benutzt. Ich kann mich jetzt noch erinnern, wie es immer hieß, naja, wie will Facebook endlich Geld verdienen? Und haben sich immer den Kopf zerbrochen, wie verdienen wir Geld, wie verdienen wir Geld? Ja? Facebook hat jahrelang kein Geld verdient. Ja? War einfach nicht möglich, da irgendwie Werbung zu schalten oder sonst irgendwas. Ja? War einfach so. Ja, und da gab es eben nur Google und das war's. Und dann eben noch Microsoft. Wie hieß damals die Suche? Das war in Deutschland sowieso völlig irrelevant, in England war es vielleicht noch 5 oder 10% und das war's. Ja, Yahoo noch ein bisschen in den Staaten, 5 oder 10%, ja, und das war's. Ne? Was ich jetzt abschließend hier noch sagen möchte, ist, dass
selbst wenn du Erfahrung hast, jahrelang, also ich weiß, ich habe damals zum Beispiel Kampagnen gemanagt für Google AdWords Kampagnen, ja, also bezahlte Werbung für Firmen wie HP, PC World, wie ich es vorhin schon, also quasi massiv Geld ausgegeben, ja, also große Accounts, ja, für Keywords wie Laptop, ja, also allein für dieses Keyword, ja, jeden Tag fünfstellig Adspend in verschiedenen Ländern sogar, weil ich war ja dreisprachig, also war ich auch noch für verschiedene Länder auch noch zuständig und so weiter. Das war sozusagen mein USP, also mein Unique Selling Point in London damals. Ne? Und dann habe ich zum Beispiel in Deutschland oder München mal eine Zeit lang auch Google AdWords geschalten für eine Firma, die hat Handy recycelt, Handys, und damals noch Nokia. Also das war noch vor der Zeit des iPhones. Das war in der Tat, als das iPhone so richtig aufkam, so 2010, 2011, 2012, wenn ich nichts Falsches sage, ja, so um den Dreh rum muss es gewesen sein. Und ich habe auch mit Google AdWords gearbeitet, war eine völlig andere Welt. Ja? Selbst wenn du Profi bist in Google AdWords und schaltest dann plötzlich in anderen Branchen für andere Produkte, selbst da musst du wieder Expertise aufbauen. Ja? Es ist eine komplexe Welt da draußen. Ja? Und ich finde es einfach lustig, wie, also fragwürdig teilweise, wer sich da alles Experte momentan nennt. Ja? Du gehst einfach durch einen Kurs durch und das ist halt das Resultat daraus letztendlich auch, dass auch viele scheitern. Ne? Also viele bezahlen dann so ein Online-Coaching oder irgendwie sowas, wie man jetzt sozusagen dann hochpreisig Coach und Trainer und das alles wird. Ja? Und zahlen da 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder was weiß ich, ja. Weil das Coaching ist ja auch schon an sich hochpreisig, ja, das ist ja der Witz, also da mache ich nochmal ein Video dazu, ja. Und ich würde mal sagen, dass, ja, circa Pareto, ja, ich habe natürlich keine genauen Zahlen, aber ich habe eine Menge Leute schon kennengelernt, die durch unterschiedliche Programme durchgelaufen sind, und ich würde mal sagen, selbst ein Sari Chiripur sagt ganz offen, 80% meiner Leute setzen es schon gar nicht um, ja. Und von den 20%, die es umsetzen, sind wiederum nur 10% wirklich erfolgreich. Also das kannst du ja mal kurz ausrechnen im Taschenrechner, wie viele Leute das dann sind. Ja, ja, und man sollte sich sozusagen dann auch nicht fragen, warum, weshalb, wenn man jetzt sozusagen das Video hier gerade angeschaut hat, das ich hier gerade gegeben habe. Und abschließend möchte ich nur eins sagen. Man kann von mir persönlich eine Menge behaupten und sagen, aber ich habe mich de facto mit dem Thema Webpage-Programmierung zum ersten Mal 1997 auseinandergesetzt. 1997, okay? Da war ich in einem Praktikum in Paris. Da habe ich festgestellt, oh, ich bin Kaufmann, aber wenn ich jetzt noch wüsste, wie man Webseiten programmiert, dann könnte ich hier sogar ein bisschen Geld verdienen, ja, und müsste nicht in so einem Drecksloch wohnen, ja, wo die Toilette nicht funktioniert und wo ich jedes Mal, wenn ich pissen muss, einen halben Kilometer zum McDonald's laufen muss. Ja? Also so habe ich da teilweise begonnen, ja? meine Laufbahn. Und ja, das war also sehr stark motiviert. Ja? Und also jemand, der wirklich also quasi schon jahrzehntelang auch Berufserfahrung hat und für Agenturen gearbeitet hat und alles Mögliche schon durch hat, ja? Auch Selbstständigkeiten und eigene Webplattformen aufbauen mit Programmierern, die nicht das tun, was man sagt und so weiter und so weiter, ja. Und möchte dir nur eins sagen, also sei vorsichtig mit diesem Hype, der da momentan durch die Lande zieht, ja, weil das ist ein in sich sozusagen, ja, ich möchte nicht sagen, vielleicht ein böses Wort, das nicht hundertprozentig zutrifft, so ein kleiner Schneeball, Snowball. Es ist eine zumindest, also ich würde es nicht so bezeichnen wollen, aber es ist eine zumindest sehr stark inflationäre Tendenz. Also wir kennen das aus dem Thema Finanzen. Ja? Inflation ist, wenn ich heute für 100 Mark, also wenn ich heute für 10 Euro ein Leibbrot bekomme und morgen muss ich schon 11 Euro für den gleichen Leibbrot bezahlen, ne? Weil einfach zu viele Leute, wie soll ich sagen,
Ja, also in das Thema Inflation wollen wir jetzt nicht weiter reingehen. Kannst du mal googeln, was Inflation ist, wenn du es nicht weißt. Auf jeden Fall, es gibt immer mehr Leute, die immer weniger wissen und aber immer mehr verdienen wollen. Und das insgesamt geht teilweise in eine Richtung, die ist schwer absehbar. Teilweise nicht besonders gesund. Ja, denn in diesen Coaching-Programmen, in denen ich teilweise auch schon war, ja, und mal ein bisschen reingeschnuppert habe und mal erleben durfte, wie was da so abgeht, werden teilweise auch Verkaufstechniken unterrichtet, hört man Anführungsstriche sagen, die halt sehr, sehr fragwürdig sind. Ja. Um eben so hochpreisige Dienstleistungen platzieren zu können dann letztendlich. Ja. Aber dazu mache ich noch weitere Videos und so weiter. Ne? Einfach ganz normal meine Meinung, meine Expertise, meine Erfahrung. Ich bin Thomas Klein und ja, kannst mich auch gerne googeln, wenn du Lust willst. Ich bin nicht so sehr super präsent als Persona. Manche andere Coaches da draußen und so weiter. Aber ich habe definitiv auch ein paar Jahrzehnte hinter mir, wo ich Erfahrungen sammeln durfte. Ne? Und ich glaube, ich habe auch das Recht, diese dann wiederzugeben. Ne? Also bis zum nächsten Mal. Abonniere den Kanal und wenn du Bock hast auf mehr Videos dieser Art, schreib es mir einfach in die Kommentare. Ich denke mal, dass ich das Video auf YouTube auf jeden Fall laden werde. Vielleicht auch noch auf irgendwas anderem, Facebook oder Twitter oder sonst irgendwo noch. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und ciao. Tschüss.